das aus. Als nächster Sprecher von der FPÖ am Wort. Danke, Herr Präsident, geschätzte Herren Bundesminister auf der Regierungsbank. Ja, der Klubobmann Strache hat es ja schon angesprochen, es gibt ja mehr Fälle als wie diese grausame Tat am Brunnenmarkt, sondern auch die Vergewaltigung einer 21-jährigen Studentin am Praterstern von 3 afghanischen Asylwerbern. Auch das ist natürlich eine Tat, die natürlich aufs Schärfste zu verurteilen ist. Und ja, Herr Bundesminister, da darf ich Ihnen einiges mitteilen. Diese 3 Asylwerber, 16, 17 Jahre alt, sind ja bereits in Haft, sind in Wien inhaftiert. Ja, und da denkt man, wenn ein Täter so eine Tat verübt hat, dann kommt irgendwann einmal die Einsicht und man bereut das. Nichtsdestotrotz hat einer dieser 3 Vergewaltiger wenige Tage nach der Tat eine Justizwachebeamtin im Dienst in einen Aufzug in der Justizanstalt attackiert. Die konnte sich hier natürlich mit Selbstverteidigung hier wehren. Da hat der Täter, der Asylwerber, blaue Flecken abbekommen und ja, zum Glück, muss man sagen, ist der Kollegin relativ wenig passiert. Die konnte sich gut wehren. Der Täter hatte dann blaue Flecken und dann hat sich die Jugendgerichtshilfe dazu bemüßigt gefühlt, diese Tat, nämlich nicht die Tat des eigentlichen Täters, sondern die Verteidigungshandlung der Beamtin anzuzeigen. Und man darf gespannt sein, was hier herauskommt. Und ich hoffe, dass Sie, wie Sie ja gesagt haben, Herr Bundesminister, und ich glaube Ihnen das auch, dass Sie hier die Frustration bei der Exekutive, bei Polizei und Justizwache abbauen wollen, beziehungsweise entgegenwirken wollen, dass man hier doch die richtigen Entscheidungen dann treffen wird. Was natürlich auch ein bisschen verwundert hat, ist, dass dann durch die Medien gegangen ist, dass ein Komplize, wie einer dieser 3 Asylwerber, Vergewaltigungstäter, eine Blutkrankheit aufweist, die eine Behandlung von der Justiz im Monat von 24.000 Euro gewährleistet wird. Und da muss ich Ihnen schon sagen, das hat bei mir ausgelöst in meinen Posteingang, bei den E-Mails, viele, viele E-Mails von Bürgern, die natürlich gegen das protestieren. Und eines darf ich Ihnen dann von einer Mutter vorlesen, die mir auch geschrieben hat. Das ist vielleicht ganz interessant. Und Herr Bundesminister, Sie sind ja sehr reformwillig. Das haben Sie ja immer angekündigt. Und es wäre auch schon lange mal an der Zeit, die First-Class-Medizin bei den Straftätern in den Justizanstalten zu beenden, zu versuchen, Verhandlungen in Zeiten wie diesen aufzunehmen mit der Frau Gesundheitsminister, um hier eventuell eben diese Spitzenmedizin für Straftätern hintanzuhalten und diese endlich in die Gebietskrankenkassen zu überführen, weil diese Leistungen, was man in Haft teilweise erhält, sind einem Normalbürger nicht mehr zugänglich. Und das löst natürlich dann diese Proteste aus. Ich denke, Normalbürger, die ihre Arbeit hier und ihre Steuern brav zahlen, werden solche Medikamente von den Krankenkassen meist nicht bewilligt, leicht und meist nicht gegeben. Und da darf ich Ihnen schon. Und das löst natürlich schon sehr viel Unmut in der Bevölkerung aus. Und da schreibt meine Mutter: sehr geehrter Herr Abgeordneter, beim Lesen des Artikels in der Heute am 18.05. konnte ich Traurigkeit und Empörung zugleich spüren. Ich pflege meinen 38-jährigen Sohn seit 5 Jahren zu Hause. Seit einem Unfall befindet sich mein Sohn im Wachkoma, macht aber dennoch Fortschritte. Mein Sohn hat 20 Jahre in dieses System einbezahlt und 11 Jahre bei den Wiener Linien gearbeitet. Es gibt sehr gute Therapiemöglichkeiten, aber die Krankenkasse weigert sich, die Kosten zu übernehmen. Ich arbeite rund um die Uhr für meinen Sohn und wenn ich dann lese, dass unser Staat für einen Straftäter 24.000 Euro pro Monat für Therapien aufbringen kann, jedoch 12.000 Euro im Jahr
im Jahr Therapiekosten für meinen Sohn zu viel sind, dann frage ich mich, was läuft hier falsch und was wird hier von langer Hand geplant? Ich fühle mich von der Gesellschaft, der Regierung und erst recht von der Judikatur im Stich gelassen. Ich kann nur hoffen, dass ein Bundespräsident Hofer die Möglichkeit hat, einige Dinge zum Guten zu wenden, sodass auch bei mir als österreichischen Staatsbürger wieder das Gefühl einstellen kann, nicht im Stich gelassen zu werden. Und das war nicht das einzige Mail, sondern unzählige Mails, die hier an mich ergangen sind, auf diese, wie das medial bekannt wurde, was hier im Gesundheitssystem in den Justizanstalten hier bezahlt wird, was einem Bürger in Österreich normal nicht mehr zugänglich ist. Herr Bundesminister, ich bedanke mich auch im Namen meiner Fraktion, wie Sie sich hier beim letzten Justizanstalt Ihre Aussagen getätigt haben, dass Sie gesagt haben, Sie werden eine Sonderkommission einsetzen, sehr begrüßenswert, sehr löblich. Ich glaube auch, und darum habe ich Ihnen auch das Mail vorgelesen und mir die Zeit genommen, dass es hier bei Ihnen fruchtet, dass das wirklich bei Ihnen ankommt. Herr Bundesminister, das Einzige, was ich noch jetzt am Anmerken ist, was mich wirklich sehr wundert und mich irgendwie besorgt macht. Ich habe vor wenigen Tagen eine Anfrage zurückbekommen von Ihnen. Da war die lapidare Frage, wie viele Asylwerber, Konventionsflüchtlinge bzw. subsidiär Schutzberechtigte befinden sich zurzeit in Haft und in welcher Anstalt? Also eine Frage, wo ich mal schon gedacht habe, da wäre ich eigentlich eine umfassende Antwort bekommen, dann wissen wir mal Klarheit, wie schaut das aus. Die unglaubliche Antwort war vom Bundesministerium bzw. von Ihnen, das wissen wir nicht. Ja, Herr Bundesminister, Sie nicken jetzt, und das heißt, ich glaube Ihnen auch, dass Sie diese Frage richtig beantwortet haben und ehrlich beantwortet haben, aber das kann es doch bitte nicht sein, Herr Bundesminister, dass man nicht weiß, jeder in Haft befindliche Asylwerber, ja, hat einen Asylantenausweis. Im Regelfall hat er vielleicht noch nicht, er stellt es vielleicht auch erst in Haft, dann beginnen schon die Ausführungen zu den Behörden. Also, dass da keine Aufzeichnungen gibt, das ist für mich kein Problem jetzt an der Mehrarbeit, sondern das ist für mich eine Sache, Herr Bundesminister, des Wollens. Will man oder will man nicht? Schwierigkeiten und Kosten verursacht so etwas nicht. Aber scheinbar will man das nicht führen. Genauso wie es natürlich auch mir immer mehr von den Exekutivbediensteten sowohl von Polizei als auch von Justizwache zu Ohren kommt, dass es sogenannte, wahrscheinlich nicht von Ihnen, aber von Umkreis, vom Ministerium, sogenannte Maulkörbe für Beamte gibt. Das heißt, man darf nicht sagen, man soll die Bevölkerung nicht informieren, die Politiker und. Also den Deckmantel des Schweigens über Daten drüber stülpt. Das kann es auch nicht sein. Ich denke mal, man sollte mit dieser, das haben wir heute schon einige Male gesagt und geklärt, man sollte einfach mit dieser Sache, mit diesen Fällen ehrlich umgehen und hier nicht den Beamten noch zusätzlich demotivieren, dass man hier Maulkorb-Erlässe erlässt. In diesem Sinne sage ich noch einmal danke für die Kommission, danke für Ihre Arbeit, für Ihre Bemühungen, Herr Bundesminister, und vielleicht können Sie die eine oder andere Frage, was ich hier fallen habe lassen, beantworten. Dankeschön. Keine Spitzenmedizin für Straftäter, fordert Christian Lausch von der FPÖ. Stattdessen sollten medizinische Behandlungskosten für gesetzestreue Bürger öfter übernommen werden. Nun tritt Rudolf